Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem neuen Video zum Thema Umzug. Völlig überraschend, nachdem ich letztens ja schon gesagt habe, dass wir umziehen und ich die Wohnung gezeigt habe. Sind wir damit natürlich immer noch beschäftigt und deswegen dachte ich, warum nicht noch ein Video dazu machen und noch ein paar Tipps mitgeben, worauf man achten sollte, wenn man den Umzug plant, dass es alles möglichst stressfrei vonstatten geht und ja, das ohne Probleme alles abwickeln kann. Ich muss mich gleich entschuldigen, meine Stimme ist leider nicht ganz da, wo sie hingehört. Natürlich bin ich krank, wenn irgendwas Großes ansteht, aber das wird nichts nützen, deswegen entschuldige ich einfach, dass ich nicht ganz bei Stimme bin. Aber deswegen versuchen wir es auch schnell zu machen. Ich habe einfach zwei Bereiche sozusagen ausgemacht. Einmal natürlich die neue Wohnung und einmal die alte Wohnung. Das sind die beiden Teile bei einem Umzug. Also los geht's. Ich habe es mir aufgeschrieben, deswegen muss ich immer in die Ecke gucken. Weil ich glaube auch schon, mein Hirn hat langsam gelitten unter dem Umzug. Zum Thema neue Wohnung. Natürlich das Erste ist rauszufinden, wann bekomme ich die Schlüssel. Weil dann hat man natürlich einiges weniger an Stress, wenn man die Schlüssel frühzeitig bekommt. Manche Vermieter bieten es an, dass man die schon bekommt, auch wenn der Mietvertrag noch nicht läuft. Man bezahlt nur die Nebenkosten zum Beispiel oder man bekommt den ersten Monat mietfrei oder ähnliches. Also versucht einfach den Schlüssel so früh wie möglich zu bekommen, um dann gegebenenfalls schon mal reinzukommen, abzumessen, Sachen vielleicht auch abzustellen und sich einfach schon Gedanken zu machen, was kann ich wie hinstellen. Ja, also wenn ihr die Schlüssel habt oder zumindest zeitweise, manchmal kann man ja auch mal zumindest für einen Tag die Schlüssel sich holen, ist es ganz wichtig, alles abzumessen und das wirklich so gut wie möglich, dass man dann zu Hause sich nochmal in Ruhe einen Plan machen kann, schon die neuen Möbel oder auch alte Möbel ausmessen kann und zu schauen, was passt wohin. Dass man, wenn man zum Beispiel Farbe kaufen will, weiß, wie viel Farbe brauche ich, wie viel Quadratmeter ist die Wand groß und dass man solche Sachen einfach abklären kann. Zum Maßnehmen, deswegen habe ich so ein ganz kleinen Zollstock mit dabei, den man auch in alle Ecken bekommt und den habe ich jetzt immer in meiner Tasche, egal wo ich hingehe. Es empfiehlt sich aber auch wirklich ein großes, am besten so ein Bandmaß, so ein Rollmeter mitzunehmen. Habe ich eins, das ist halt 5 Meter lang, dass man wirklich auch lange Strecken machen kann, sonst liegt man mit so einem 2 Meter Zollstock da und dann hat man einen Finger und misst weiter und da kann man halt ganz schnell auch mal daneben liegen. Deswegen so eine Investition, so ein Rollmaß ist wirklich, denke ich, sinnvoll. Ja, also Maßnahmen, dann natürlich, wie gesagt, gucken, wie soll die Einrichtung sein, was für ein Stil, was für ein Thema, was für eine Farbe will ich nehmen. Einfach auch mal im Baumarkt schauen. Es gibt ja auch hier diese Farbkarteien, wo man ganz viel gucken kann, was gefällt mir, was passt vor allen Dingen auch zusammen. Und dann einfach dort vielleicht auch beraten lassen oder einfach im Internet schauen, über Pinterest, über Google Search, was auch immer. Einfach schauen, was gefällt mir und wie soll es ungefähr aussehen. Wenn man sich da entschieden hat, empfiehlt es sich auch, die Farben auf ein Papier zu malen und dann immer mitzunehmen, um dann zu wissen, wenn man irgendwas sieht, passt das wirklich zu der Farbe oder denke ich nur, das ist die gleiche Farbe, wie ich schon an der Wand habe oder auch nicht. Ja, wenn man dann ungefähr Richtung hat, ist dann die Frage, was muss ich definitiv neu kaufen? Es empfiehlt sich aber auch, vielleicht bei manchen Sachen, die nicht wirklich dringend sind, zu warten und zu sagen, okay, ich gucke erstmal, wie die Wohnung ist, wenn die ersten Möbel drinstehen, dann sehe ich wirklich, was ich wirklich brauche, weil es ist wirklich blöd, man hat da schon ganz viele Sachen bestellt und dann passt es nicht oder es gefällt einem nicht oder es wirkt einfach zu viel und zu erschlagend. Und wenn ihr dann was bestellt, dann ist natürlich auch ganz wichtig zu gucken und Lieferzeit mit einzuplanen. Also gerade Küchen oder auch andere Möbel, ein Sofa oder so, kann wirklich mehrere Wochen oder Monate dauern. Und deswegen nehmt das frühzeitig auf eure To-Do-Liste und schaut dann. Bei uns ist es jetzt so, ich werde euch sicherlich mal zeigen, wie die Wohnung dann aussieht. Wir haben jetzt eine Küche bestellt, allerdings ist die Front gerade ausverkauft und deswegen ist noch nicht ganz klar, wann die Front kommt. Und wir hatten jetzt die Wahl, entweder es wird die Küche aufgebaut und es fehlen noch einige Fronten, also die Türen, nicht alle, aber einige. Oder wir warten halt, bis wir die Info bekommen, wann die Front da ist. Das heißt, wir werden das mal einziehen und haben halt nicht ganz die Fronten da. Und eine halboffene Küche. Aber nützt ja nichts. Machen wir trotzdem. Ja, das so zum groben Thema, alles was in der neuen Wohnung zu beachten ist. Aber die alte Wohnung ist natürlich da, wo noch viel mehr Zeug zu machen ist. Da ist dann zum Beispiel, um Zeug loszuwerden, einfach alles immer durchgehen, ausmisten, immer ein Stück für Stück. Und wenn es nur mal der Teeschrank ist oder
ja, der Schreibtisch nach und nach einfach gucken, was brauche ich wirklich, was will ich mitnehmen oder was kann weg, beziehungsweise was kann ich vielleicht noch spenden. Wenn es jetzt große, sperrige Sachen sind, die ihr sagt, die braucht ihr definitiv nicht mehr, schaut, wann Sperrmüll ist. Viele Städte haben dort einfach, oder auch Ortschaften, was auch immer, haben Kalender, wann Sperrmüllfahrten sind, beziehungsweise gibt es auch Städte, wo keine automatischen Sperrmüllfahrten mehr sind, sondern man muss es anmelden, ist aber dann trotzdem normal für einmal im Jahr kostenlos. Wir haben das auch gemacht, muss man einfach angeben, was man dort alles mit hinstellt und dann ja, kriegt man einen Termin in Unterabsprache mit zugeteilt und dann kann man da schon mal einen ganz großen Teil von sperrigen Sachen loswerden. Ansonsten, wenn die Sachen noch sehr gut erhalten sind, das ist sowohl bei Möbeln als auch bei kleineren, kleinteiligeren Sachen, vielleicht einfach mal wirklich googeln, was bei euch, oder wenn ihr es natürlich wisst, braucht ihr nicht googeln, was vielleicht mir für Sozialkaufhäuser oder irgendwelche Einrichtungen sind, wo ihr Sachen hinspenden könnt. Ich habe es auch schon eine große Kiste voll gemacht und habe es dort hingebracht, weil es kommt noch jemand zugute. Das sind Sachen, wo man sagt, es ist eigentlich okay, aber jetzt irgendwie den Stress noch bei eBay einzustellen, das ist auch nicht wert. Und ja, jemand anders kann vielleicht noch was damit anfangen. Und gerade auch wenn es Schränke sind, wo man sagt, ist das vielleicht nicht mehr das, was man auch irgendwie im Freundeskreis oder noch woanders verkaufen möchte, aber es ist eigentlich noch absolut brauchbar, dann vielleicht dorthin wenden. Ansonsten für die Sachen, die ihr mitnehmen wollt, beziehungsweise ne, die Sachen, die wirklich noch gut sind, wo ihr sagt, die sind noch top und da gibt es auch noch Geld für, das dann natürlich sehen, ob es über eBay oder sonstige Shops oder Tauschbörsen auf Arbeit, es gibt da ja wirklich extrem viel, verkaufen könnt. Die Sachen, die mitgenommen werden sollen und wollen, dort einfach schauen, wo kann ich Kisten her besorgen. Man kann natürlich überall Kisten kaufen, in jedem Baumarkt und auch so. Aber vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, dort günstiger ranzukommen. Die müssen halt wirklich nur stabil sein. Wer in irgendwelchen Einkaufsmärkten kann man zum Beispiel nachfragen. Bei Freunden oder Ähnlichem gibt es natürlich auch mal Möglichkeiten. Oder sinnvoll ist auch zum Beispiel bei Einkaufsmärkten, die auch mit schweren Sachen hantieren, also wo es zum Beispiel auch Kühlschränke, Fernseher oder Ähnliches gibt, weil dann die Kisten einfach stabiler sind. Ja, und dann ist natürlich, da nehmt einfach die Chance wahr und mistet einfach aus, was möglich ist. Das ist eine ganz gute Gelegenheit. Im Normalfall ist es aber auch aus der Erfahrung heraus, man wirft einmal weg, wenn man die Sachen einpackt, und wenn man auspackt, fallen einem noch genug Sachen in die Hände, die man dann doch noch wegschmeißt, wenn man in der neuen Wohnung ist. Aber ja, so ist es. Und als noch einen kleinen Tipp, wenn es ums Einpacken geht, habe ich, dass wir dieses hier, und das ist Stretchfolie, die man auch einfach im Baumarkt kaufen kann. Und die habe ich geholt, dass wir zum Beispiel einzelne Schubladen, die man aushängen kann, nicht komplett ausräumen in eine Kiste und dann dort wieder genauso von der Kiste in die Schublade räumen, sondern einfach die Schubladen raus, Stretchfolie drumherum, dann kann nichts rausfallen. Und ja, man spart sich einen Arbeitsschritt. Das ist eine ganz sinnvolle Geschichte. Ansonsten natürlich gucken beim Kisten einpacken, die schweren Sachen nach unten und ja, hebt immer die Kisten hoch, ob die wirklich noch tragbar sind. Bei meinem ersten Umzug hatte ich auch schöne große Kisten voll mit Büchern gemacht und habe dann den Zorn der Helfer auf mich gezogen. Deswegen dann lieber nur Sachen halb leer lassen oder die Kiste halb voll Bücher, halb voll Handtücher, Klamotten, was auch immer machen. Aber dass es für alle angenehmer ist und dann läuft man auch nicht Gefahr, dass zum Beispiel unten dann der Boden noch kaputt geht und dann liegen die Bücher sonst wo oder genauso gleich ist mit Geschirr oder ähnlichem. Also beim Einpacken da auch ein bisschen einfach schauen. Ansonsten natürlich ganz wichtig, die Kisten dann ordnungsgemäß beschriften, am besten nicht nur was drin ist, sondern wo es hinkommt. Weil wenn man jetzt drauf schreibt Bücher, sind das jetzt Bücher, die in die Küche sind, weil es Kochbücher sind oder es für Arbeitszimmer, Kinderzimmer, was auch immer, also lieber das Zimmer draufschreiben und dann die Zimmer in der neuen Wohnung beschriften, dass die Helfer wissen, wo was hinkommt. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll und allgemein zum Umzug natürlich schauen, wo kriegt ihr ein Auto her, was für eine Größe braucht ihr ungefähr, braucht ihr noch externe Helfer oder habt ihr genug Leute, die euch helfen können, die ihr nur mit Essen bestechen müsst? Oder braucht ihr vielleicht jemanden, der einen LKW mitfährt und einen LKW mieten? Das gibt es ja auch ganz oft dazu. Aber gerade auch solche Sachen würde ich nicht auf die lange Bange schieben, sondern guckt, dass ihr halt dann nicht auf einmal ohne einen großen Umzugswagen dasteht und dann müsst ihr fünfmal fahren oder wie auch immer. Ja, das waren erstmal so die groben Tipps, denke ich, die
mir eingefallen sind und aufgefallen sind, während wir jetzt den ganzen Spaß haben. Ich hoffe, es hat vielleicht das eine oder andere geholfen oder zumindest nochmal zusammengefasst, was man eh schon wusste. Ja, bei uns geht es langsam in die heiße Phase. Wir haben das Glück, dass wir die Schlüssel recht früh bekommen haben, deswegen machen wir das viel Stück für Stück. Wir haben jetzt auch schon gemalert etc. Aber ja, bis dann endgültig der Umzug vollzogen ist und dann auch die alte Wohnung gemalert ist, was auch nochmal ganz fies ist. Und das habe ich vergessen. Ja, ihr müsst euch auch überlegen, malert ihr die alte Wohnung dann nochmal selbst, weil die offenbar muss ja nochmal geweißt werden. Oder müsst ihr nicht weißen oder holt ihr euch jemanden, der das für euch macht. Weil eine Wohnung, die man dann nicht mehr bewohnt, noch zum Malen ist oftmals, da braucht man ganz viel Motivation, um das so ordentlich zu machen. Ja, das war es jetzt aber wirklich, soweit ich weiß. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Tipps habt, die ich vergessen habe und wissen sollte, könnt ihr mir die natürlich auch gerne schreiben und vielleicht dann auch anderen noch einen Tipp geben. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.